Im Jahre 476 seit ihrer Gründung kämpfte die junge römische Republik um ihre Unabhängigkeit und lag mit einer Koalition, die aus Porsenna, dem Führer der Etrusker, Stravos, dem Führer der griechischen Söldner, und Drusco, dem Führer einer Barbarenhorde, bestand, im Kampf. Unter dem Kommando von Horatio Coclite schicken sich die Römer an, eine letzte Schlacht auf der Talbrücke zu schlagen. Finalmente. Ach, na endlich. Halt die Augen offen, ja? Das ist nichts Neues. Horatio Coclite macht es immer so vor einer Schlacht. Er erteilt die Befehle, macht es sich auf der Erde bequem und schließt die Augen. Da. Sieh dir das an. Naja, genau genommen schließt er nur eins, denn er ist einäugig. Und wann muss man ihn wecken? Also, wenn die Kavallerie der Barbaren sich in Bewegung setzt, wirbelt sie am Horizont eine ungeheure Staubmasse auf. Wenn die Etrusker Hilfe brauchen, bewegt sich der Staub von rechts nach links und unser Kommandant kann in Ruhe weiterschnarchen. Wir stören ihn also nicht und lassen ihn schlafen. Wenn sie dagegen keine Hilfe brauchen, kommt die Staubwolke auf uns zu. Dann greifen sie die Brücke an und versuchen, Rom zu besetzen. Ich glaube nicht, dass wir sie verteidigen können. Wir sind zu wenige. Coclite! Sie kommen auf uns zu. Da haben wir sie. Auf alle Plätze! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Hört mir gut zu. Schützt euch mit den Schilden. Und verhaltet euch so, dass unsere Feinde ihre Speere unnötig verschießen. Ein Römer kann nur als Held sterben, wenn er Zeit hat, sich zu schlagen. Aber wenn er sich sofort töten lässt, ist er ein Dummkopf. Du musst deine Stirn besser schützen. Vergesst die Befehle nicht. Im Falle einer Gefahr wird die Brücke zerstört. Das Zeichen. Auf die Plätze. Oder? Ihr weicht gar nicht zurück. Decurio. Deine Tunika ist schmutziger als dein Gesicht. An Wasser fehlt es hier ja wohl nicht. Unter diesen Umständen man sauber. Thank you.
Sie da. Nein, wenn du ihn umbringst, ist er gekränkt. Was ist? Gibst du mir die Ehre? Mit Vergnügen! Barbar! Ich töte dich! Ich habe deine Befehle ausgeführt, Frau Senna. Aber wir sind nicht rübergekommen. Wir haben die Brücke zerstört. Das ist unwichtig. Der Sieg ist vollständig. Der wirkliche Sieg ist die Vernichtung unserer Feinde. Du meinst dein Sieg, Stratos. Meiner ist der Frieden. Dusko, du bist unser Verbündeter. Wie denkst du darüber? Und auch du, Rasna, als unser Vizekommandant. Also, sprecht. Nein, wir haben nur zu gehorchen. Ah, seht mal. Ein schöner Haufen Sklaven. Die Musiker drunter ist nämlich. Frau Senna schickt sie alle nach Rom zurück. Alle? Wir Tüchtigen? Die wieder gegen uns bewaffnen können? Hätte ich das gewusst, hätte ich deine Befehle nicht befolgt. Das ist auch Unsinn. Es war ein Befehl von mir. Die Etruskische Föderation will Rom nicht zerstören. Wir wollen sie nur zum Gehorsam gegen die Tarquinier zwingen, unsere Freunde. Und uns auf diese Weise einen andauernden Frieden sichern. Rom selbst wird uns darum bitten müssen. Welche besseren Botschafter können wir entsenden als ihre besiegten und erniedrigten Soldaten? Ich wüsste keinen. Nun denn, wenn du so großzügig bist, warum schickst du nicht den da auch zurück? Ein gefangener Konsul ist etwas anderes. Man braucht ihn, um zu verhandeln. Schändlich, ihn so zu behandeln. Dieser Konsul war doch dein Freund, nicht wahr? Ja. Aber ich muss Ihnen stolz machen. Die Gefangenen werden von den erlittenen Demütigungen berichten. Manchmal erfordert die Politik undankbare Schande. Orsena! Erlaubst du mir die Gunst? Du hast meine Zustimmung. Danke. Auch dir, Rasna. Hör mir gut zu, Drusko. Du bist ein großartiger Soldat und verdienst meine Nachsicht. Aber warte das nächste Mal meinen Befehl. Sicher, mach ich. Aber ich habe deine Gedanken gelesen, Rosena. Du hattest den Befehl schon gegeben. Du bist sehr schlagfertig. Aber wenn du übertreibst, könntest du mich stören. Ich versuch's nicht zu tun. Und ich versuche dir zu glauben. Eine unerträgliche Erniedrigung. Warum kämpfen wir nicht weiter? Du, Lucio, gehörst zu denen, die sich bis zum Äußersten schlagen wollen, aber mit der Haut der anderen. Sieh dir das an, was aus unserem Heer übrig geblieben ist. Ein Waffenstillstand ist jetzt unumgänglich. Nein, das wäre unehrenhaft. Es wäre für Rom eine große Schande. Sollen alle unsere Männer umsonst gefallen sein? Wir müssen weiterkämpfen. Kämpfen auf unseren Straßen bis in unsere Häuser hinein, wenn es nötig ist. Das sei vernünftig, Clelia. Wir müssen uns neu organisieren, wenn wir gewinnen wollen. Wie sehen die Bedingungen aus für den Waffenstillstand?
Wir haben keine Wahl, sie abzulehnen und auch nicht zu diskutieren. Uns bleibt nur eins. Wir müssen den Waffenstillstand annehmen. Was ist der Wille der Götter? Was sagen die Orakel voraus? Das ist ein günstiges Zeichen. Das hingegen ist ein ungünstiges Zeichen. Ihr solltet euch entscheiden, ihr Herren. Ihr müsst euch entscheiden. Frau Senna, die Wahrsager sind sich noch nicht einig. Die Raben fliegen weiter nach oben. Ohne sich klar auszudrücken, vielleicht ist ihre Meinung wichtig, aber für mich ist sie überflüssig. Du hättest den Waffenstillstand schon aushandeln müssen. Vielleicht ist Porsena inzwischen zur Einsicht gelangt, dass es ein großer Fehler wäre, die Feindseligkeit nahezustellen. Das ist übrigens die allgemeine Meinung. Auch deine, Rosner? Du entscheidest hier. Du allein. Wir haben ihn gefangen genommen. Es ist ein Römer, der dich töten wollte. Wirklich? Und warum? Damit das Schicksal Roms sich erfülle. 300 weitere Römer haben beschlossen, dich zu töten. Sollte es nötig sein, werden wir uns alle opfern. Bis zum letzten Mann. Gib her. Niemand mischt sich ein ohne meinen Befehl. Wache, lass ihn los. Rom schickt also Mörder statt Krieger. Wenn das deine Berufung ist, führ's aus. Worauf wartest du? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Das ist meine Hand, die ich nicht töten konnte. Absurd, aber erstaunlich. Du kennst die Prophezeiung, Porsena. Die besagt, dass Etrurien 10 Jahrhunderte lang herrscht. Jetzt fällt unsere Ära an. Richtig. Nein. Verbindet ihn lieber. Gebt ihm Mohnwein zu trinken. Dann leidet er weniger. Ich schließe Frieden. Ich muss dir etwas sagen. Du hast Angst. In deinem Lager von deinen Soldaten umgeben hast du Angst vor 300 Mördern, die sich in Rom versteckt haben. Griechenland hat nicht mit seinem ganzen Blut bezahlt, damit du den Drohungen eines Irren nachgibst. Rom ist eine junge Nation, die zu absurden, aber bewundernswerten Heldentaten fähig ist. Man darf sie nicht zerstören, sondern Freundschaften schließen. Mit euch Etrusker natürlich, meinst du? Ich kehre zurück nach Griechenland. Nein, du wartest meine Befehle ab. Geh nach Rom und hole dir alles Gold, was du willst. Wie du siehst, bezahle ich. Drusco. Du begleitest Rasnal mit deiner Reiterei. Er wird über den Waffenstillstand verhandeln. Erste Bedingung, die Geiseln. Befehl, Zeichen zu geben. Endlich werde ich Rom sehen. Ich habe gehört, du bist schon dort gewesen. Ja, aber ich möchte nicht, dass man darüber spricht. Auch du nicht. Publicola! Du bist römischer Konsul. In Anbetracht deiner Verwundungen und der Würde deines Amtes
steht ein Pferd für dich bereit. Auch meine Männer sind verwundet und gehen zu Fuß. Meine Würde hast du mit Füßen getreten. Ich gehe auch zu Fuß. Ich spreche zu dir im Namen unserer alten Freundschaft. Der Krieg, den du uns aufgezwungen hast, hat alles getötet. Auch unsere Freundschaft. Auch deine Liebe zu Lucille. Ist sie wohl auf? Ja. Aber sie hat viel gelitten. Durch eure Schuld. Wenn du sie siehst, sagt ihr. Nein, noch ist nicht Frieden. Adieu. Nehmt eure Sachen zurück. Ich möchte nichts von dem, was ihr mir geschenkt habt. Nichts. Du bist jetzt frei. Ja, ich weiß, weil die meinen gesiegt haben. Indem ihr mir die Freiheit wiedergebt, habt ihr mir alles zurückgegeben. Ich brauche eure Sandalen mit den Goldschnüren nicht mehr. Da habt ihr sie. Ich ziehe es vor, mir die Füße zu verletzen. Wenn ich die Tunika auch von euch hätte, würde ich nackt gehen, um euch nichts zu schulden. Lucilla, ich bitte dich, sie haben dich in dieser schändlichen Weise behandelt, weil du eine Nichte des Tarquinius und eine Verwandte des Porsenna bist. Und wenn eine Revolution ausbricht, gerät der Plebs außer Kontrolle. Das weißt du. Ich bitte dich, sei großzügig. Vergiss alles. Niemals. Ich beweine die Schwäche der Meinen, die euch schonen, statt euch zu zerstören. Ich würde lieber sterben, als Rom auferstehen sehen. Kakite! Lässt du deine Brücke aus? Wie du siehst. Ich hatte eine schöne Falle für dich vorbereitet, aber deinem Pferd ist es gelungen, sie zu meiden. Ja? Mit diesem Waffenstillstand habe ich keine Hoffnung, dass es mir nochmal gelingt. Warum? Man kann nicht wissen. Du könntest dich nicht ein zweites Mal retten. Na dann hoffe nur darauf. Publicola. Konsul der Römer. Konsul der Niederlage. Bist du verletzt? Siehst du es nicht? Auch ich bin verletzt worden. Aber auf eine andere Art. Du bist im ehrenhaften Kampf verletzt worden. Ich in schändlichster Weise. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Vergiss mich. Vorwärts, weiter! Übel, diese Stadt. Weite Straßen, Steinhäuser, schöne Plätze. Wunderbar, wirklich. Hey, sieh mal, wie ernsthaft sie sind. Wie griechische Schauspieler. Achtung, es spricht der Chor. Konsul Publicola, Ehre sei mit dir. Der römische Senat und das römische Volk sind stolz auf dich. Hörst du sie? Keine Ehre, Bruto. Auch wir Konsuln haben den Krieg verloren. Einen Moment. Die Wagen sind falsch. Nein, ihr irrt euch. Es sind griechische. Und seit wann erlauben sich die Besiegten zu diskutieren? Du hast nicht das Recht. Ich nehme es mir. Sollen das die Geiseln sein? Das sind die ehrenwertesten Namen von Rom. Unsere fähigsten Patrizier. Das habe ich erwartet.
Das übliche Spiel. Ich kümmere mich darum. Ich werde mit meinen Soldaten Haus für Haus durchsuchen und die wehrhaftesten Männer ausfindig machen. Römer werden doch nicht so naiv sein und sich in ihren Häusern versteckt halten. Was nun? Ich glaube, wir müssen in der Umgebung, auf dem Lande nach ihnen suchen. In den Höhlen und in den Wäldern ringsum. Sieh, ein Reiter bewaffnet. Warte. Wer bist du? Eine Frau. Das sieht man. Und weiter? Eine Römerin, die die Barbaren aus ihrer Stadt vertreiben will. Gib mir die Hände. Beweg dich. Ein Schwert. Helm und Brustpanzer. Wie solltest du das auch verstehen? Wohin wolltest du? Hier in die Nähe. Wohin wolltest du? Hier in die Nähe. Dann allora, vai pure, bitte. Doch nicht allein, verstehst du? Steig auf dein Pferd. Eins, zwei, hoppla! Das wird den Weg schon allein finden. Hier! Wirklich wunderbar, dieser Römer. Die Männer spielen Komödien und die Frauen Farsen. Ihr seid meine Gefangenen! Wer kommandiert sie? Du willst nicht antworten. Wie es scheint, hast du den kämpferischsten Ausdruck von allen, also musst du die Anführerin von ihnen sein. Ja, bin ich. Da wir nicht gekämpft haben, hast du nicht das Recht, mich zu entwaffnen. Ja, ganz recht, ganz recht. Auf, folgt mir! Es wird euch nichts passieren! Wie heißt du? Clelia. Clelia? Was bedeutet das in eurer Sprache? Wölfin? Löwin? Tigerin? Idiotin bedeutet es, weil ich mich erwischen will. Und wie ist dein Name? Der ist sehr lang. Nachsichtiger Krieger. Gegenüber Mädchen, die mit Waffen hantieren. Und wie heißt das in Kurzform in deiner Sprache? Drusko. Drusko? Schon von gehört? Ja. Und was? Wieder gut. Sie sagen, du isst rohe Würmer. Ach ja? Ja, es ist wahr, ich esse Würmer. Ekelhaft. Manchmal. Sind das alle? Ja, leider. In den letzten Schlachten haben wir sehr viele tüchtige Männer verloren. Und was hast du mir zu sagen? Buto hat dir schon geantwortet. Du willst nicht hören, was? Aber ich durchschaue eure Tricks. Ich werde nicht von Rom aufbrechen, ohne die vereinbarten Geiseln. Erstmal! Schau mal!
Ist das für ein Scherz? Was bringst du da? Alles Frauen? Nein, ich bitte dich. Adlige Mädchen, die Krieg spielen wollen. Ist das alles, was du gefunden hast? Ich habe sie mit der Waffe in der Hand überrascht. Sie haben die Abmachung gebrochen. Sie hätten die Waffen abliefern müssen. Was machen wir jetzt? Wir sollten sie übers Knie legen und nach Hause schicken. So viele tüchtige Frauen und kein tapferer Mann. Wirklich? Es finden sich keine Geiseln, wenn uns Rom keine Männer stellen kann. Legen wir die Frauen. Wartet, wir führen eine Volkszählung durch. Wir werden sie finden. Ich garantiere euch, dass wir sie finden werden. Zu spät. Frauen nimmt man nicht als Geiseln. Das sind keine Frauen, das sind Soldaten. Wir haben sie mit der Waffe in der Hand gefunden. Nein. Das können wir nicht hinnehmen. Ihr seid sonderbar. Ihr seid bereit, eure Söhne dem Stolz Roms zu opfern. Aber wenn es um eure Frauen geht, ist es was anderes. Hm? Wenn wir ablehnen, sofort weiter. Rasnal, verspreche Ihnen, dass Sie gut behandelt und respektiert werden. Ja, ich gebe mein Wort an. Roms Schicksal liegt in eurer Hand. Gebt eure Waffen ab! Gib mir dein Schwert. Am Ende des Krieges bekommst du es von mir zurück. Während der Geiselnahme ist Folgendes zu beachten. Rebellion führen von Waffen, Fluchtversuche bedeuten den Tod. Von unserer Seite garantiere ich absoluten Respekt und gute Behandlung. Und hört auf, solche Gesichter zu ziehen. Es wird sich alles zum Besten wenden. Marsch! Vertrauen zu uns? Zu mir? Du bist dir wohl deiner Sache sehr sicher. Ich? Nein. Was wird mit uns geschehen? Ich weiß es noch nicht. Du scheinst kein gefährlicher Kerl zu sein. Du irrst im Gegenteil. Wild, grausam. Manchen verschlinge ich. Haut und Haar. Glaubst du mir nicht? Es fällt mir schwer. Weint nicht, stolze Keriten. Euer Gold kriegt ihr nicht zurück. Aber eure Mädchen werden eines Tages zurückkehren. Doch wie, dafür kann ich nicht garantieren. Was gibt es? Die Geiseln! Die Geiseln kommen! Die Geiseln kommen! Alles Frauen! Sehr hübsch sogar! Nicht schlecht, hä? Los, gib mir entgegen! Dort hinten. Brusco! Ja? Komm zurück! Wieso? Du hast mir Schutz versprochen. Ich dachte, den braucht ihr nicht. Es ist wohl nötig, glaube ich. Warum so ängstlich? Guck mal, der Mut. Du willst uns demütigen, wie? Wir sollen dich um Hilfe bitten. Du bist ein Heuchler, Drusco. Wunderbar. Sie gefällt mir, mich kennenzulernen. Das gefällt mir. Mach Platz! Platz machen! Lasst uns vorbei! Los!
Zurück! Zurück! Platz da, sag ich! Hat den Platz! Führe die Geiseln rüber ins befestigte Gelände. Ich vertraue sie deiner Aufsicht an. Zu schützen wird meine Aufgabe sein. Arsenal, verstärke die Wache. Das Korf erwartet dich. Mach schnell, es wäre nicht klug, nachts zu reisen. Nein, ich hab's mir anders überlegt. Ich reise nicht ab. Du kannst nicht hierbleiben. Ich möchte dem Untergang Roms beiwohnen. Es herrscht Waffenstillstand. Ich kenne die Römer, Prosenna. Sie verraten dich. Du wirst sie vernichten müssen. Und ich will das mit ansehen. Nein, Lucilla. Wir werden Frieden schließen. Nur das wirst du sehen. Lieber würde ich sterben. Nehmt euch von dem Stroh! Schnell! Für dein Verständnis, für das Stroh und schließlich für die Sicherheit, die du uns durch deine Anwesenheit gibst. Du bist also nicht mehr so besorgt. Oh nein. Gut. Freut mich. In meiner Gesellschaft ist es verboten, traurig zu sein. Und was wird morgen? Mach dir keine Gedanken. Dorisko soll eigentlich Filippo heißen und aus Griechenland stammen. Nein, aus Mann sagt, er sei Fürst und mit Porsanna befreundet. Das sind keine Fürsten, das sind Söldner. Die anderen vielleicht, aber er nicht. Und wie es scheint, ist er auch schon in Rom gewesen. Ja, als Sklave. Er? Ach, du bist verrückt. Oh. Sie sagen, er hat in Korinth gekämpft und viele umgebracht. Das ist nicht wahr. Er hat viele Menschen gerettet und auch Sklaven befreit. Mit dir hat er doch gesprochen. Was hat er gesagt? Und du hast ihn nicht gefragt? Warum sollte ich ihn fragen? Das ist seine Angelegenheit. Hören wir auf mit dem Geschmack. Es ist Zeit zum Schlafen. Hey! Wenn ein Funke fliegt, enden wir alle als Bratenlöscher. Das ist ein schwieriger Stoß. Du musst es schaffen, bis hierher zu kommen. Siehst du? Auf die 7. Du musst an dem hier vorbei. Und an dem? Der Stein muss hier durch. Und hier liegen bleiben. Ja, ist klar. Warte noch. Es ist ein schwieriger Stoß. Besonders schwierig. Wenn du es falsch machst, haben wir die Partie verloren. Also hör jetzt auf, du machst mich ganz nervös. Ja, du hast ja recht. Beruhige dich. Lass dir ruhig Zeit.
Jetzt ist Schluss. Es ist Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Ach, warum denn? Bringt euch das Pferd und bringt sie zur Tränke. Das ist nicht so amüsant, aber es muss sein. Bitte los, gehen wir! Na los! Und ihr verschwindet auch! Ich habe eine gute Nachricht. Unter dem Tribut, den die Römer gezahlt haben, habe ich einen Schmuck gefunden. Ich gebe ihn zurück. Ich will ihn nicht. Du kannst ihn für mich aufheben. Wenn wir den Krieg wieder aufnehmen, wird er dazu beitragen, Rom zu zerstören. Wirklich? Bis jetzt war ich der Einzige, der so dachte. Ist das wahr? Jetzt sind wir aber zu zweit. Danke. Was hast du da genommen? Mein Pferd. Ach. Es ist doch unglaublich, dass hier Waffen verschwinden. Ich habe sie heute Morgen gezählt. Es hat nichts gefehlt. Warum waren sie noch da? Aber die können doch nicht so plötzlich verschwunden sein. Einige Waffen sind verschwunden. Die dafür verantwortliche Wache wird sofort ausgepeitscht. Ich glaube, du irrst dich. Es interessiert mich. Wann hast du bemerkt, dass die Waffen verschwunden sind? Nachdem die Römerin vorbeizogen. Lass sie auf. Los jetzt! Sie trifft keine Schuld. Allgemeine Durchsuchung! Einen Moment. In diesem Lager befehle ich... Ja, nach Falsena. Es ist sein Befehl. Hier dort drüben, in der Nähe des Zauns, sucht in dem Strohhaufen! Die Mädchen nach, ob ihr da was findet. Sie sind hier auf dem Wagen. Auf dem Wagen? Unter dem Stroh. Warum hast du das gemacht? Eines Tages wirst du nicht mehr da sein. Wer weiß, ob wir da noch sicher sind. Nein. Waffen sofort zurückgeben. Wie?
haben da drin nichts gefunden. Seht mal den Heuhaufen da drüben da. Beeilt euch! Hier! Ecco! Guardate! Kommandant! Kommandant! Wir haben sie da! Wir haben sie gefunden! Deine Männer sind dafür verantwortlich. So ist das Gesetz. 20 Peitschen gebe ich, weiß. Ein weiterer 20 war mal Unschuldige bestrafen ließ. Bei 20 kann man schon sterben. Brusco, so will es das Gesetz. Lass deine Männer antreten. Greif dir jeden Zehnten. Ich bin's gewesen. Ich bin dafür verantwortlich. Ich gab den Befehl dazu. Nehmen Sie fest. Nein, Frau Senna! Wartet noch! Ich erfahre Gnade für diese Römerin. Was das Leben betrifft, sei sie dir gewährt. Aber sie muss bestraft werden. Überlasse die Entscheidung mir. Wie du willst. Wähle du die Züchtigung. Und du versprichst mir nicht einzugreifen. Ja. Du bist eine Frau. Du weißt, ich halte sehr viel von der Sensibilität der Frau. Ich werde eine Züchtigung auswählen, die der Schande angemessen ist, die ich in Rom erduldet habe. Ich bin in Rom ausgepeitscht worden, wie du weißt. Jetzt wirst du ausgepeitscht. Sie haben mich nackt zur Schau gestellt. Dasselbe soll mit ihr geschehen. Ich bin nicht dran gestorben, wie du siehst. Ich würde es vorziehen. Ich hätte es auch vorgezogen, aber ich durfte nicht wählen. Zuerst die Peitsche. Fesselt sie! Tu deine Pflicht! Los! Los, mach! Du hast kein Recht. Du hast gesagt, auspeitschen. Und das ist geschehen. Und nun zerreißt ihr die Tunika. Zerreißt du sie ihr? Ein alter Brauch der Barbaren, Jungschnecke. Was macht ihr? Ach, dass ihr wegkommt! Hängt auf euch! Alle sollen sie sehen! Warum verteidigst du sie? Ich habe dieselbe Erniedrigung erlitten, aber mich hat niemand verteidigt. Wer gibt dir das Recht, meine Befehle zu behindern? Ich behindere nichts. Er ist nackt an einem öffentlichen Ort. Gibt dir das nicht? Vuoi camminare? Vieni. Du hast Brusco Dinge erlaubt, die sich niemand erlauben darf. Warum? Ich hatte dir versprochen, nicht einzugreifen. Du wolltest es. Warten wir jetzt mich weiter.
Ja, warum? Weil ich eine Patrizierin bin? Nein. Und wenn ich eine Sklavin wäre? Hätte ich es auch getan. Und wenn ich verheiratet wäre? Auch dann. Oder alt wäre? Ja. Hässlich? Sicher. Dann bin ich froh, dass gerade du mich gerettet hast. Ich bin froh darüber, dich gerettet zu haben. Diese Dunkel. Auch darin. Siamo da anni. Schmeckt gut. Woher stammst du? Da lontano, molto amare. Bist du aus einem schönen Land? Oh ja. Bellissimo. Wunderschön. Foreste. Foreste dappertutto. E grandi fiumi. Grandi fiumi. Lamenti. Al mio paese poi vedi... C'è un'aria diversa. Man respira un'aria diversa. Bella. Molto. Schade. Willst du mir helfen? Ja, ich will. Hast du nachgedacht? Ja. Stellst du Bedingungen? Sag mir, was ich machen soll. Die Zeit drängt. Mein Plan muss morgen Abend während des Festes im Lager in die Tat gehen. Dazu ist es nötig, zuerst die Barbaren loszuwerden, mit ihrem Führer. Du bist zu Porzenna. Auch nicht wörterlich. Du wirst dich daran erinnern, wie die Barbaren sich heute benommen haben. Sag, dass ihr Verhalten die Disziplin im Lager gestört hat. Und dass alle anderen Soldaten empört über sie sind. Und es gut wäre, sie aus dem Lager zu entfernen. Und zwar sofort. Nicht, das soll ich ihm sagen. Genau das. Und wenn es nötig sein sollte, schrei, weine. Morgana ist einer der Männer, der weiblichen Plänen nicht widerstehen kann, zumal wenn sie von dir kommen. Es wird mir gelingen. Mach dir keine Gedanken darüber. Das Haus, in dem ich wohne, liegt direkt neben dem Forum. Es ist sehr schön, weißt du? Danke. Und du nur Gärten, Bäume, grande Brasen. Auch die Aria buona sein. Aria di Campagna. Warum kommst du nicht mal herum, wenn der Krieg vorbei ist? Es würde dir sicher gefallen. Sono certa che ti piacerebbe. Dimmi, a casa del Haus, ci sono porte? Beh, certo. E attorno al giardino, ci sono muri di cinghiere, palizzate, barriere. Mauern? Altissime. Giusto! Dusko! Und deine Leute sollen das Lager verlassen, Befehl von Porzenna. Wirklich? Ihr habt die Disziplin gestört und deshalb hat er beschlossen, euch zu entfernen. Mich entfernen? Für wie lange? Bis zum Frieden. Bestimmungsort? Das Lager von Rio. Wann? Morgen. Bei Sonnenuntergang. Ich soll die Disziplin des Lagers gestört haben. Porzenna sagt es mir nicht selbst, sondern schickt dich, um es mir mitzuteilen. Ja, und wo bin ich das? Dusko, gehorche. Sei unbesorgt. Du kannst dich darauf verlassen, dass es meine persönliche Wache sein wird, die Geiseln schützt. Eine andere. Du musst bald aufbrechen. Es wird ein langer Ritt werden. Bereite dich vor. Hilf mir. Rasnal, du diskutierst immer die Befehle von Frau Senna, aber diesen hier dürftest du nicht so ohne weiteres hinnehmen. Forse ci rivedremo a Roma.
Bella noch. Ich wollte mich nur von dir verabschieden. Wir kennen uns. Ein guter Grund, sich kennenzulernen. L'ora è propizia. Hörst du welche Ruhe? Ein Augenblick bei dem Schlaf des Krieges. Oh, come parli bene. È in guerra che hai imparato a parlare con noi. No, in Gefängnis. C'erano poeti, filosofi. La stessa prigione dove sei stato. Quella sulla Giulia. Wo man im Winter, d'inverno e sommer potente. Gemeinsame Erinnerung. Solidarità di ehemaliger Gefangener. Ist das etwa ein Versuch, mich zu entwaffnen? No, perché ti chiamano? Sei mia nemica. Tu non hai colpa del provvedimento preso contro di me. So. Ach. Du hast dich voluto mettere questa Clelia in me. Non ti ha fatto nulla, Clelia. Non puoi odiarla. È Roma che tu odi. La sì, Eva. Che altro vuoi dire? Che queste ore sono fatte per l'amore. Sei venuta ad offrirti? Oh, no. So che ami un'altra. Non lo amo più. Permettimi di dubitarne. Vuoi che ti dimostri il contrario? Per tutta la vita. Non lo perdoneresti né a te né a me. Allora perché? Per costringerti ad ammettere verso te stessa che ti manca tutto, da quando ti manca qualcosa. Che cosa fai? Prendo il suo posto. Sei pazzo. Se lui fosse qui, avrei avesse qualche pena, tu lo tranquillizzeresti, lo consoleresti, seguendo la tua vera vocazione. Perché mi rinfacci la mia pena? Perché tu smetta di fingere. Tu smetta di odiare. Non ne hai la vocazione. Un uomo di guerra che predica la pace. Ne ho. Per la tua Clelia. Mi aiuterai? No. So. Parto e la fido a te. La proteggerai. Non posso fare nulla. Tu puoi morire. Hai provato che puoi morire. Sì, ma non voglio. Addio, Lucia. Quanto odio più caro di malattia. Tornerò a riprenderlo dalle tue mani. Trattieniti quanto più vuoi qui al lago. Al minimo segno di quello che io temo, mi raggiungerai. Bene. Thank you.
divertirsi tanto nel bisogno di combattere. Questo è importante. Wir jetzt schon rasch haben? Abbezahlen für die Pferde verbrechen! Genug! Was soll das? Warum machen die Soldaten, was succederà? Sie werden die Granola nicht vergessen. Und allora? Trinkeranno un po' d'amore. Sollt, aber nicht alle. Dass die dann darüber zornig werden, gehört zu meinem Plan. Doch nicht so ein Gesicht. Du schlaf nicht ein! Fetti! Fetti! Schnell, hab ich gesagt! Du machst schon! Weiter! Du bezahlst nur die Erstkohorte! Und ich soll nichts bekommen! Das lasse ich mir nicht gefallen! Wir wollen unser Gold! Das ist für eine ungerechte Anordnung! Das lassen wir uns voll gefallen! Hier, weiter! Porsche, einer wird von uns fahren! Wenn du mit Zeit in einem Zufrieden bist, geh zu ihm und sag ihm persönlich! Aber schon ab! Ruhe! 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 Was hast du denn vor? Approfittare della confusion ausnutzen. Questo è un po' di bella macchina salve. Los, weiter! Vorwälte! Soldaten, ich verstehe euch ja. Ich verstehe euch. Aber das, was Sie gesagt haben, ist nicht wahr. Es darf nicht wahr sein. Keiner hat das Recht, sich an den Geiseln da drüben schadlos zu halten. Meine Freunde, meine Waffenbrüder,
Ordnung. Ihr könnt euch doch nicht wie Tiere benehmen. Damit würdet ihr unser Sieg befürchten. Es sind wunderschöne Mädchen. Respektiert sie. Denkt nur an ihre Familien. Es sind die Angesehensten von Rom. Ich verstehe, dass ihr verstehe. Das ist natürlich. Aber denkt an ihre Ängste, an ihre Tränen, an ihr verletztes Scham. Und es ist nicht wahr. Es stimmt nicht, dass die etruskischen Wachen sich schon an ihn vergriffen haben. Ihr Gott ist ausgezahlt worden. Sie haben kein Recht mehr an unserer Kriegsbeute, die eher noch euch zugeschlagen hätte. Ihr habt Recht, unserer Kriegsbeute schaden zu halten. Ihr werdet doch nicht eine so niedrige Handlungsweise nachahmen wollen. Warum sollten wir das nicht tun? Soldaten, seid großartig! Los, lasst uns übergehen zum Lagerplatz der Frauen! Nein, Servus, das ist nicht! Doch, Lucy, es muss sein. Nur das kann stolz der Römer treffen und zwingen den Krieg wieder aufzunehmen. Und zu verlieren. Wir beide sind gemein. Sind auf den Pferden geflogen. Sie haben die Verwirrung heute Abend ausgenutzt. Du bist der Verantwortliche. Unternehm etwas. Meine Sachen verfolgen Sie, aber ich brauche mehr Männer. Nimm so viel du willst, beeil dich.
an! Ich rate euch zurückzugehen! Ich befehle! Wenn die Geiseln flüchten, wird der Waffenstillstand unterbrochen und der Krieg geht weiter. Aber warum sind die Mädchen denn geflohen? Aus Notwehr? Keine Rebellion gegen die Bedingungen der Geiseln. Um ihre Ehre zu retten. Unverzeihliches Verhalten einzugestehen, reden wir von Kampf. Das Gesetz ist absurd. Ich verzichte auf die Geiseln. Auf diese Weise verlierst du alle deine Verbündeten. Niemand wird dir zustimmen. Ich hoffe, du bist nicht für das Chaos heute Nacht verantwortlich. Warum diese ungleiche Verteilung des Solls? Ein Missverständnis. Wir haben meine Befehle falsch verstanden. Was hoffe ich? Ich muss dir glauben. Ich muss es. Wenn nicht, müsste ich dir den Kopf abschlagen lassen, um ihn auf dem Forum Romanum dem Mädchen vor die Füße zu werfen. Der Kampf muss wieder aufgenommen werden. Sei doch vernünftig. Er hat recht. Die Fortführung des Krieges ist unvermeidlich. Personal. Versammle deine Truppen. Willst du auch die Unterstützung der Latiner? Ich kaufe sie mit meinem Gold. Mit Loms Gold. Ich hätte nicht auf dich hören sollen, Lucilla. Nur Drosbo hätte das alles verhindern können. Du sagst nichts? Besser so. Das wohl, Du wolltest doch den Untergang Roms erleben. Du wirst nicht abreißen. Ich befehle es. Komm. Sieh dir all die Männer dort an. Jung, voller Leben. Wie viele davon werden morgen noch am Leben sein? Ich hab das nicht gewollt. Du hast es gewollt, ohne dir Rechenschaft abzulegen. Und der Erste, der fallen könnte, ist vielleicht Publicola. Ich bleibe. Das ist meine Strafe. Der Senat und die Konsuln schulden dem Volk die Wahrheit. Die Römer müssen weiteres Blut und weitere Tränen vergießen. Der etruskische Druck wird immer bedrohlicher. Wir haben auch nicht die Möglichkeit, dem Feind in den Rücken zu fallen. Wir können nur dem Angriff Widerstand leisten, indem wir unsere Kräfte verdoppeln. Wir müssen zu allen Opfern bereit sein, wenn wir den Stolz, freie Bürger zu sein, bewahren wollen. In diesem Augenblick ist das Schicksal Roms und von uns allen einigen wenigen Männern anvertraut, die von Horatio Coclite befehligt werden und die Pfahlbrücke verteidigen. Und zur Verstärkung! Deine Mädchen in einem derartigen Kampf einzusetzen, wäre Wahnsinn. Wir könnten versuchen, sie von hinten anzugreifen. Und wie wollt ihr das anstellen? Indem wir durch die Kloake reiten. Das wäre Selbstmord. Du und deine Einheit, ihr bleibt hier und wartet auf Befehle. Ohne Diskussion. Bravo. Die Jungen des Gymnasiums wollen bewaffnet werden. Bewaffnet sie und schickt sie zur Brücke. Wir brechen auf. Hast du die Erlaubnis vom Konsul? Nein. Er hat angeordnet, dass wir warten sollen. Wer gehorchen will, bitte, der kann's tun. Die anderen hingegen legen alle ihre schweren Gegenstände ab. Schild und Wurfspeere sind zu viel. Und jetzt folgt mir! Der Durchgang hier führt direkt zum Ziel. Auf diese Weise gelangen wir hinter die feindlichen Linien. Denjenigen von euch, die aus Angst die Sklaverei vorziehen, wünsche ich amüsante Stunden in den Armen der Etrusker. Vorwärts!
Wo ist verrückt? Er will sie verteidigen. Umso schlimmer für ihn. David! Halt! Lass zum Waffenstillstand. Waffenstillstand? Ja, Drusku hat recht. Es gibt weder Sieger noch Besieger. Lass zum Waffenstillstand! Feindliche Lager, ohne Eskorte und Waffen. Stolz der Römer. Den Stolz haben wir von den Etruskern geerbt. Er ist einer unserer größten Fehler. Rom macht ihn zu tun. Warum hast du den Waffenstillstand angeordnet? Um eine Niederlage zu vermeiden. Und den Grund
Grund für einen Rachezug. Die Basis ist sehr solid. Darauf werden wir unsere Geschichte aufbauen. Zu deinem. Allein. Frau Senna, ich bin glücklich über die Entwicklung. Ich auch. Antwort. Lucina. Dein Groll ist nicht berechtigt. Dreh dich doch wenigstens um. Damit ich in deinen Augen lesen kann. Was du nicht sagst. Wir werden nie mehr auseinander. Im Namen des Senats und des Volkes biete ich dir, was du willst. Auf diese Weise will dir Rom seine Dankbarkeit erweisen. Suche dir einen Palast, der dir gefällt. Den fruchtbarsten Acker. Egal, was du willst, es soll dir gehören. Jede erdenkliche Sache? Ja, jede erdenkliche Sache. Ein Barbar. Darf er vielleicht auch eine römische Frau heiraten? Ein Barbar? Ja, ein Barbar. Es kommt darauf an, um welchen Barbar es sich handelt. Dieser Barbar bin ich. Und wer wäre die römische Frau, die du heiraten willst? Keine. Wieso keine? Weil ich keine gefragt wurde. Danach fragen. Aber sie braucht Zeit zum Nachdenken. Clelia, versuchen wir die Sache zu vereinfachen, ich bitte dich. Odo, vollziehen wir den Ritus. Ich kenne die Formel genau. Clelia, erstgeborene Tochter des Gaius Valerius. Willst du mich zum Ehemann? Sie will. Und du, Drosco, akzeptierst du? Ja, ich akzeptiere. Im Namen des römischen Senats und Volkes erklärst du uns kraft Gesetz hiermit zu Mann und Frau. Im Namen des römischen Senats? Danke, danke, das